ein solch majestätisches Gleiten zum Beispiel eines Vogels, einer Möwe durch die Luft, Flügel schlagungslos, Stillstand, stillstehende Flügel, dennoch fliegend, gleitend, levitiert durch die Luft. Aber was man nicht sieht, sind diese viel schnelleren, viel kleineren Prozesse, die diesen Zwischenzustand zwischen Parmenides und Heraklit ermöglichen. So wie Leonardo erkannt hatte, dass der Flug des Vogels durch die Luft eine Art Schwimmenszustand des Fisches durchs Wasser wäre, reitend auf bernoullischen Strömungen, Wirbel und Strömungsabrisse an den Flügelspitzen mit speziellen Fingerspitzen, wie diese Wirbelspitzen, die man den Flugzeugen jetzt dran gebaut hat, nicht um Strömung zu generieren, damit man damit steuern könne. Also Strömungswirbel, Strömungsstörungen zu generieren, sondern genau das Gegenteil, diese zu vermeiden und zu verhindern und stattdessen unwiderständiger durch die Luft zu fliegen. Jetzt muss ich mal Stopp machen, weil jetzt kommt der Sonnenaufgang.